Rechtsextremismus-Skandal beim Türkei-Spiel, der Wolfsgruß, der gezeigt wurde vom Spieler und eine Nancy Faeser, die hilflos ist über ihr Versagen als Bundesinnenministerin. Ich präsentiere dir heute den Beweis, dass Frau Faeser ihre eigene Arbeit nicht getan hat und jetzt groß Mimimimi macht, damit irgendjemand sie aus der Misere holt. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich beschämend, was inzwischen in diesem Lande vorgeht. Es gab den Doppeltorschützen beim Fußballspiel Türkei gegen Österreich und dieser hat den Gruß der grauen Wölfe gezeigt und Frau Faeser ist jetzt angewidert, empört, was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Sie hat sich auf jeden Fall schneller zu Wort gemeldet als bei Philippos in Bad Oeynhausen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Sie fordert hier harte Konsequenzen, die UEFA, sie prüft auch schon Ermittlungen. Sie schreibt hier, Frau Faeser, bei Twitter, die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft. Frau Faeser, liebe Nancy, wenn du deinen Job gemacht hättest, hättest du jetzt strafrechtlich intervenieren können, denn diese ganze Sache aus der Türkei, diese rechtsextreme Bewegung, die wird seit Jahren vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Es ist allerdings kein Verbot erfolgt. Ich möchte hier mal aufmerksam machen auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, eine Ausarbeitung aus dem Jahre 2018. Verbot des sogenannten Wolfsgrußes der türkischen Bewegung Graue Wölfe. 7 Seiten wissenschaftlicher Ausarbeitung, wie man es anstellen müsste oder was man anstellen kann oder nicht kann, damit man dieses Symbol hier unter Strafe stellt. Was ist daraus geworden? Es war damals unter Horst Seehofer als Bundesinnenminister. Es ist nichts daraus geworden. Es ist aber auch unter Frau Faeser nichts daraus geworden. Es gibt in Deutschland, es gibt jetzt hier den Verfassungsschutzbericht und da können wir uns mal etwas umschauen, was denn hier diese rechtsextremistische türkische Ülkücü-Bewegung ausmacht. Sie wird unter anderem geprägt von einem Völkerverständnis, das andere Volksgruppen herabwürdigt, wie zum Beispiel Juden, Kurden und Armenier. Oh, das wirft man immer der AfD vor, dabei sind es ja andere in diesem Land, die so etwas tun. Der bekannte Wolfsgruß, den habt ihr schon gesehen bei dem Fußballspieler. Wie viele gibt es jetzt davon in Deutschland von diesen Mitgliedern? Etwa 12.500 der grauen Wölfe leben in Deutschland und sind hier aktiv. Es geht hier um Auslandsorganisationen, die wir teilweise verbieten könnten. Und zwar nationalistische türkische Parteien haben hier Vereine gegründet, mit denen sie diese Bewegung unterstützen und dafür sorgen, dass es bei uns in unserem Land diese Formen des Extremismus eben gibt. Wäre man konsequent hingegangen und hätte die ausländische Einflussnahme von solchen Parteiorganisationen unterbunden und hätte diese Strukturen wegen, also einfach verboten. Man hat ja Samidun auch verboten, ja? Und bei Muslim Interaktiv prüfen sie immer noch, wo ich mich frage, was man da so lange prüfen muss. Ist nur ein Verein, ist keine Partei. Vereinsverbote sind einfach, Parteiverbote sind schwierig. Aber sie werfen alles in einen Topf. Dabei heißt es Parteiengesetz und Vereinsgesetz. Und Vereinsverbot, ja, ist nicht so schlimm. Hat man halt einen falschen Verein verboten, dann wird das wieder rückgängig gemacht. Das hat aber keine wahlbeeinflussende Entscheidung zur Folge. Also könnt ihr euch mal überlegen, wenn der Kleingartenzüchterverein jetzt ein halbes Jahr zugemacht wurde und keine Mitgliedsbeiträge kassieren durfte, und wenn man sich dann getroffen hat, gab es Strafverfahren. Okay, wenn das aber revidiert wird, wenn die Entscheidung des Staates falsch wäre, was ist denn für ein Schaden entstanden? Kein wirklich großer materieller Schaden. Aber in Deutschland darf diese Ülkü-Gügü-Bewegung machen, was sie will. Es gibt hier sogar die ganzen Vereine, die klagen dagegen. Es gibt hier einmal 3 Hauptvereine. Es ist die Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland, e.V., ADÜTDF. Kein Spaß. Steht so im Verfassungsschutzbericht, könnt ihr alles nachlesen, ab Seite 278. Dann gibt es die ATIP, die Union der türkisch-islamischen Kulturvereine in Europa. Die haben auch geklagt gegen die Einstufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und haben im September 2023 sich die Klatsche vom Verwaltungsgericht abgeholt. Das nämlich bestätigt,
dass hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Zuordnung der ATIP zur türkisch-rechtsextremistischen Ülkücü-Bewegung vorliegen, als deren Teil sie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Ein Nationalspieler der Türken, der ein Zeichen macht von Leuten, die verfassungsfeindliche Bestrebungen hier verfolgen. Frau Faeser, bei Herrn Martin Sellner waren Sie doch auch alle immer so ganz schnell dabei, ihn hier als öffentliche Gefahr zu deklarieren und die Wiedereinreise zu verhindern. Könnte man nicht bei einem türkischen Nationalspieler hingehen und ihm die Wiedereinreise in die Bundesrepublik verbieten und ihn nach Hause schicken? Dann wäre er kein Teil des Turniers mehr. Ist eine spannende Frage. Wenn ein Jurist zuschaut, der das besser beantworten kann, bitte mal eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar da lassen. Das würde mich wirklich interessieren. Dann gibt es noch als dritten Teil dieser Grauen Wölfe die Föderation der Weltordnung in Europa, die ANF. Es ist die Europa-Organisation der extremistischen türkischen Partei der Großen Einheit. Ihr seht, es gibt türkische rechtsextreme Nationalisten, Verfassungsfeinde in diesem Land, die auch ihre Symbole haben, ihre Vereine haben. 2018 hat der Bundestag sich darüber ausgelassen, mit einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes, wie man denn zumindest den Gruß hier verbieten kann. Was ist passiert? Nichts, nada niente, weil die Politiker alles machen, aber nicht ihren Job. Frau Faeser, ich dachte, die größte Gefahr kommt von rechts. Ja, von rechtsextremen türkischen Nationalisten, sagt ihr Bundesamt für Verfassungsschutz. 12.500 Leute Personenpotenzial. Und was haben sie getan? Nein, nix. Nix, gar nichts haben sie gemacht. Aber was wollen wir erwarten von Frau Faeser, die schlechteste Bundesinnenministerin aller Zeiten seit Gründung der Bundesrepublik? Anders, da kann man das nicht mehr beschönigen. Ich frage mich immer noch, warum diese Person weiterhin eine Anwaltszulassung haben darf. Es ist inzwischen offenkundig, dass diese Frau eine Gefährdung Deutschlands in der öffentlichen Sicherheit in Kauf nimmt, um gewisse Täter zu schützen. Man nimmt es in Kauf, dass Straftäter auf unseren Straßen herumlaufen, weil die individuelle Gefährdung des Straftäters bei Abschiebung ein höheres Interesse hat als die Sicherheit der Bevölkerung. Sie sagen immer das Gegenteil seit Mannheim, aber sie tun es nicht. Sie sind bigott, sie lügen uns an. Frau Faeser, schieben Sie einfach ab. Nicht reden, machen. Just do it. Ich kann Ihnen sehr gerne behilflich sein. Ich kann Ihnen sehr gerne zur Hand gehen. So schwer ist das nicht. Rufen Sie doch mal in Schweden an. Rufen Sie mal bei Herrn Erdogan an. Nicht wegen den grauen Wölfen, sondern wie er abschiebt nach Afghanistan. Er hat Flugzeuge, die fliegen dahin und bringen die Leute nach Hause, wo sie hergekommen sind. Aber bei uns geht das nicht. Bei uns muss man prüfen. Und du und ich, wir dürfen uns nicht mehr sicher fühlen in diesem Land. Und das Ganze wird noch so weitergehen und weitergehen und weitergehen, denn sie haben es nicht verstanden. Sie brauchen die Klatsche bei den Wahlen. Sie müssen teilweise erst ihre Jobs verlieren, und zwar so weit verlieren, dass sie nicht mal mehr Abgeordneter sind. Dann ändert sich vielleicht auch im Kopf etwas, dass sie ihr Fähnchen im Wind etwas anders ausrichten müssen, damit der Wähler wieder ihnen auf den Leim geht. Aber wir werden sehen, wo Europa hinsteuert. Frankreich macht vor, was in Deutschland auch gehen könnte, wenn man sich vom rechten Schmuddelimage bei der AfD mal etwas ablösen könnte, die Russland-Position mal etwas kritischer formuliert. Ich sage nicht 180 Grad dreht, ich sage kritischer hinterfragt. Aber das wird hier nicht getan. Bei der AfD sollen wir weiterhin russische Rohstoffe in unbegrenztem Ausmaß kaufen, weil sie billig sind, egal ob es ein systemisches Risiko gibt oder nicht. Frau Le Pen hat vorgemacht, wenn man etwas in die Mitte zieht, statt am rechten Außenrand zu bleiben, dann hat man die Chance, die Hebel der Macht zu ergreifen. Und es wird wirklich spannend, was sie noch für einen Schmutz alles auskippen wollen, um das zu verhindern. In Deutschland nimmt ja eh keiner ernst. Also Kevin Kühnert sagt, rechtsradikaler Premierminister, Armin Laschet sagt, Antidemokraten und Sie sollen einfach mal die Klappe halten und sollen sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. Herr Laschet, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages und kein Außenminister oder kein Berater. Ja, Sie sind im Europarat, ja, aber deutsch-französische Versammlung sind Sie auch kein Vorsitzender, soweit ich weiß. Aber vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht hat man Sie ja inzwischen zum Vorsitzenden gemacht. Ich bin gespannt auf deine Meinung, ob du das Versagen der Innenministerin hier kanntest oder ob du es dir hast nur erahnen können. Seit 2018 haben wir überlegt, wie wir das verbieten können. Wir haben es nicht verboten, weil wir unsere Arbeit nicht machen als Minister. Und jetzt stellen wir uns hin
und twittern auf X, dem angeblich so bösen Medium von Elon Musk, wir brauchen Konsequenzen, die man selbst verschlafen hat. Schreib mir einen Kommentar, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram und damit bis bald.